Willkommen zurück zu Mario und Rabbids Kingdom Battle. Ich habe mich schon mal direkt zu Level 1 hier begeben, wo wir alle Gegner in diesem einen Zug besiegen müssen. Und ich sehe gerade, ich habe Luigi ausgerüstet, was nicht ganz so vorteilhaft ist. Also. Ah, den kann ich weiter wischen. Das ist schon mal nice. War kein Kritisch. Was schade ist. Was hat es nicht so eine coole Zweier-Range? Das ist praktisch beide erwischt. Ich weiß nicht mehr. Ja, hat es. Ja, mal den mit Raserei ausschalten und mal hinter den Typi sich begehen. Also den kann ich besiegen. Kann sogar sein, weil er den verdammten Honig-Effekt hat, dass wir deswegen verlieren. Wenn das kein Crit wird. Der wird sich nicht bewegen. Wegen dem Crit und dem Honig, sonst hätten wir es nämlich geschafft. Aber dass ich genau die falschen Crits bekommen habe. Wie gesagt, wäre der Staubsauger Crit gewesen. Oder Luigi. Ja. Nee, Luigi war ja der Staubsauger. Ich verstehe schon. Und ja, man kann übrigens die Mission auswählen nur per Zeitmaschine. Allerdings ist da der Nachteil, dass man. Wobei, kann man das noch. Kann man da die Charaktere ändern? Ich weiß jetzt nicht, ob Peach geholfen hat. Ich wollte jetzt eigentlich schon mal zurückrennen in die Kampfzentrale, aber man kann das auch sicherlich auch so ändern, oder? Hab's halt verdurstbuddelt und nicht gemacht. Wie lange es ja auch einfach laden muss. Was? Die Musik ist auch weitergespielt. Der hat einfach noch die Musik weitergespielt. Okay. Das ist ja nächster. Ja, Mini-Bug, aber ein Bug ist ein Bug, da mache ich jetzt keine Unterschiede. So. Peach macht auch ein bisschen mehr Damage. Ja, die kann beide sofort ausschalten, dann kann ich mich direkt auf die Volltrottel konzentrieren. Und am besten. Einfach hier hitten. Für die ganzen Coins. Hinter dem Stern, den kann ich halt auch safe töten. Oder wie war das? Er bewegt sich. Ah, braucht er gar nicht, weil wir jetzt schon gewonnen haben. Ich glaube, selbst Peach hätte noch Raserei machen können. Und Mario mit dem Klick. Das war einfach letzte Runde Pech. Einmal, dass ich den falschen Charakter ausgewählt habe. Und auch von den Chancen her. Genau die Elementeffekte, die hätte nicht drankommen sollen, kamen dran. So, halten wir das auch mal. Und jetzt braucht es wieder Jahre bis zum Laden. Also, wenn ich mal eins feststellen kann. Mach mal es in Level und nicht per Zeitmaschine, lädt es erheblich schneller.
Ich tue bewusst Prüfung 3 skippen, weil ich die nicht mag. Die speichere ich mir mal irgendwann später auf. Aber heute nicht. Ach hier, die Musik hat weitergespielt. Sollst du doch nicht machen. Besiege alle Gegner in 4 Züge. Das einzige Besondere sind jetzt hier die 3 Ketten oder was? Hm, irgendwie enttäuschend, finde ich. Und dafür sorgen, dass die Dickerchen getroffen werden vom Chain Chomp. Nice. Schild. Guck mal, den kann ich sofort töten. Dann mache ich es doch mal. Dann auch du den wohlverdienten Schild. Du kriegst Raserei-Damage. Vielleicht wird der andere. Ich glaube, man hat zwar eine 1er Reichweite. Aber ich glaube, da habe ich was vergessen. Ah, der ist ja schon besiegt, ist irgendwie cool. Okay, der hat schon mal Half-Life. Und der auch. Nice. Das war jetzt zu erwarten. Warum habe ich ihnen auch ein Schild gegeben? Mario wird das sehr wahrscheinlich noch überleben. Der wird doch safe in der nächsten Runde vom Kettenhund gekillt. Das heißt, in dem brauche ich mich mal nicht zu kümmern. Also rein auf den kleinen Spasti. Und dann mal gucken. Der braucht auch nur noch irgendeine Schramme zu haben, dann ist er weg. Ja, den hier. Den können wir safe besiegen. Das ist nicht cool. Es gehen nur noch 3 Gegner. Also im Prinzip müssen wir noch darum kümmern, dass der jetzt noch mal ein bisschen Damage erleidet. Zwar werden jetzt wieder Damage erleiden, aber wir werden schon das überleben. So. Dann werden die jetzt in der nächsten Runde vom Kettenhund doch erwischt. Und sterben die beiden. So ist es doch, oder? Was? Da wird Dings wohl erwischt. Naja, aber der andere Typ wurde nicht erwischt. Und dem Spiel ist es ja egal, wie man die Schlacht gewinnt. Hauptsache man gewinnt sie. Darum alles nach Plan. Also. Prüfung abgeschlossen. Vor allem diese 2 mickrigen Energiekugeln. Die machen es natürlich aus. Aber hey, wenn ich alle mache, dann habe ich 20 und kann vielleicht eine Sache upgraden. Worth it, oder? Dann machen wir mal Mission 6. Vor allem, ich muss jetzt nicht mehr viel rumrennen. Das heißt, wir schaffen viel mehr Missionen als sonst. Ich wusste es vorher nicht, dass man einfach Zeitmaschine verwenden kann. Ich dachte, man müsste da immer in den Leveln gehen. Eigentlich dachte ich, man könnte dann die Zeitmaschine nutzen, um herauszufinden, wo
wie heißt es? Die Viecher sind da, das muss man ja gar nicht. Also, ich muss 6 Gegner besiegen. Hier hätten wir schon 6. Aber hier sind auch nochmal 2 dieser Piranha-Pflanzen-Bosse. Aber ich muss ja nur 6 besiegen. Ich kann jetzt nochmal Raserei machen, das ist irgendwie cool. Ich kann mich ja auch ziemlich krass heilen. Also ich meine, klar, noch ist es plus 30, aber das wird schon noch mit Upgrades, das wird schon noch. Dann diese Hellsehersicht. Und dann ein auch nicht angedamager Treffen und dann so. Der geht jetzt auf Mario, braucht aber einen viel zu weiten Weg und wird den nicht erreichen. Kann jetzt eigentlich mehrere auf einmal töten. Leider nein. Nein, wieso soll ich Munition dafür verschwenden? Also der ist ein garantierter Kill. Man muss ja durchschnittlich 2 pro Runde machen. Ah, ich kann nicht mehr rauf einmal, weil ich es nicht geskillt habe. Verdammt. Also. Mission. Deckung. Und... auf mein Glück hoffen. Nice. Kann ihn sogar besiegen. Okay, habe ich schon mal die halbe Miete in einem Drittel der Züge. Würde sagen, ein Erfolg. Wenn irgendeiner dieser 50er kann ich doch allein schon mit Raserei besiegen. Ja, dich. Problem, ich bin jetzt am Arsch der Welt. Wo sind der andere 50er? Einer kennt sich da. Na doch, ich bin für den Kill des 50ers. Dann kann ich mich ja hier unterstellen. Und einmal die Piranha-Pflanze treffen, denn why not? Besser verwendet als verschwendet. Ja, natürlich ist sie sehr resistent gegen Spezialeffekte, aber es macht ja eigentlich dennoch mehr Damage, oder? Müsste doch an für sich so sein. Wenn ich irgendwie Gegner so anzulocken, dass sie dann hier hinkommen. Wenn ich einen Dicky anschieße, dann kann ich beide mit dem Hammer. Never mind, ich bin ein Vollidiot. Ich hab ne Idee. Ich platziere einfach den hier. Und ich meine, in der nächsten Runde wird er das ja erwischen. Achso, ich kann mich ja noch fortbewegen. Ich hab ja noch meinen Zug. Dann gehe ich einfach hier hin, damit Rabbit Peachy vom Hammer erwischt wird. Und das wäre nicht so der Hammer.
Jetzt steht die im Explosionsradius. Jetzt könnte ich wieder zu viel kriegen, ne? Ja, sie ist tot. Achso, das Ding hat er auch noch geschrottet. Ah. Das ist ja nett. Ich muss alle in diesem Zug besiegen. GG. Wie will denn das funktionieren? Walter war das Verarsche. Wer macht mehr Damage? Und es ist doch eh nicht mehr möglich, oder doch? Wobei, vielleicht mit Stoß out of bounds? Zweite coole Idee. Also wenn das funktioniert. Dann wäre das holy shit. Aber dafür muss er die 50% Chance eintreffen. Dass der auf Mario geht und den dann mit der matcht, dass wir dann gewinnen. Alter, wenn das funktioniert. Ich mach so extra meinen Shit, damit die eher auf Mario gehen. Denn ich hab keine Ahnung, wie die KI programmiert ist. Er geht leider auf den. Ach komm, ihr seid doch. Ihr seid doch böse Menschen. Ey, das wäre so episch gewesen, wenn es funktioniert hätte. Das wäre so episch gewesen. Es hätte sogar wirklich funktionieren können. Es hätte sogar wirklich funktionieren können. Ich würde mal dazu sagen. Aber es war auch einfach scheiße da, dass die Rabbit Peach genau in dem Explosionsrad von diesem explodierenden Ding ist, damit die explodiert. Na, also das will ich auch nochmal dazu sagen. Das wäre auch die Oberkrönung. Nicht an. Den kriege ich down, den nicht. Dann mache ich den mal down. Weiß nicht, ob ich da stehen bleiben soll. Ich fliehe dann mal lieber. Hier ist so ein guter Ort. Als ob. Ne, ich kann mir noch Stampfsprung machen. Wobei ich überhaupt den gehen würde. Ah, es ist ekelhaft. Raserei. Ist keine Raserei, egal. Was? Der wird. Das Ding macht doch zwei. Hallo, was ist denn das für ein Oberbeschiss? Ihr seht das. Das Ding hat eine Zweier-Range. Geht aber nicht auf den anderen drauf. Oder geht die Zweier-Range. Achso, die Zweier-Range geht auf den Gegner. Ja, scheiße. Er muss ihn besiegen. Sonst klappt das hinten und vorne nicht mehr. Ich dachte, das hätte Zweier Range von da aus, wo Mario ist. Und nicht da, wo man gerade stehen würde.
Und mal gucken, welche beschissene Orte ich dieses Mal. Aber ich meine, Rabbit Dings kann ich ja selber heilen. Und sollte es. Was leider nicht so gut funktioniert, aber immerhin. Stimme ich mal hier drunter. Und ich bin auch in der Reichweite, oder? Okay. Das habe ich immer noch 0%, 150%, okay. Ich gehe so, dass ich noch die 100% Chance habe, dennoch möglichst nah an den anderen ran. Wobei jetzt Raserei auch vollkommen unnötig war. Ja, dennoch irgendwie hinhauen, oder? Hiermit kriegt Rabbit Peach den Down. Oh, hier habe ich auch eine 100% Chance. Da steht schon zwei Zügen. Okay. Das habe ich jetzt so großartig anders gemacht. Keine Ahnung. Da kommen aber auch noch eine Mission, habe ich Bock gerade.